Ja, mit 1.7 gab es ja auch noch neue Pflanzen. Oder mit 1.5. Ich weiß es nicht. Oder mit 1.4. Nein, 1.4 generell nicht. Denn 1.4. Ah, da ist schon mein drittes. Habe ich nämlich noch mit Feed the Beast Lite gespielt. Also die kleine Version, als ich noch nicht den großen Prozessor hatte. Da gab es das noch nicht, aber ist übrigens ein guter Tipp für alle, die sowas mal spielen wollen. Feed the Beast Lite 1.4. Ja, und da gab es die noch nicht, also sind die mit 1.6 eingeführt worden. Wenn ich mich jetzt nicht irre und kompletten Blödsinn laber. Irre. 1, 2, 3, 4. Hallo, 4. Pharos. Wo haben wir Pharos? Da haben wir Pharos. So, wie ging das nochmal? Usage. Platinum Ingot. Extreme Essenzen, Ferrous Seeds. So, und die macht man aus Extreme Essenzen und Ferrous. Gut. Dann einmal. So. So. Und zwei da rein. So. Ach ja, ich habe jetzt noch kein Platinum. 1, 2. So. Haben wir das noch? So, ich glaube, es war jetzt noch irgendwie anders, denn. Nein, es war genau so, wie es sein sollte. Zumindest glaube ich das. Ich weiß noch nicht mal, wozu es nötig ist. Oder was man damit machen könnte. Wir haben auf jeden Fall Platinum Seeds jetzt bekommen. Und ich wette, die können wir nicht ohne eine Hacke anbauen. Und die brauchen sehr viel Wasser. Also müssen wir uns jetzt erstmal aus Holz eine Hacke bauen. Und da sind wir schon wieder am Anfang des Craftens. Yeah. Übrigens, wir hatten hier noch Stöcke. Kann weg. Da hatten wir noch Sachen. So. Und zack. Und wir haben eine Hacke. Get Farm. Ja, jetzt bekommen wir erst diese Achievements. Ja, das habe ich auch vorher nicht gebraucht, weil ich vorher mich immer bei den Villagern bedient habe. Platinum Crops. Mal gucken, was daraus wird. Wenn nicht, haben wir zwei Platinum und sonst ausgegeben, wo wir nicht wissen, wofür sie sonst benötigt werden. Was ist das denn? Cotton Seed. Okay, egal. So, hier oben. Ach. Es muss ständig geleert werden, sonst läuft das Ding über. Gut. Das war Lead-Ore. Das kommt nach unten. Hier hin. So, Uranium. Sulfur. Das wollte ich gerne nochmal wissen. Was ist Salt? Boah, komm hoch mit dir. Ah, geht jetzt gerade nicht. Komm, lass den noch durch. Zack, und dann tun wir das Salz rein.
Mal gucken, was mit dem Salt passiert. Boah, komm, lass es mal funktionieren. So. Was kommt raus? Salt. Wie viel benutzt man das? Saltinator Upgrade. Okay. Okay. Molten Salt. Okay, ich glaube, das braucht man überhaupt nicht. Aber egal. So. Ja, ich würde sagen, das, was ich jetzt noch mache, ist den Bogen aufzurüsten mit Speed. Das passt nicht. Allerdings, hier passt noch. Ach ja, stimmt, das konnte ich ja nicht mehr aufrüsten. Schade. Da ging noch was. Ah, bis Level 11. Wie schön. So. Und jetzt kommt der Bogen. Der Bogen brauchte nämlich mit Rawzeit, die man sehr einfach schön runterbringen kann. Hallo? Oh. Oh. Da passt hier noch ordentlich was rein. Hoho. Jetzt dann noch einen Diamanten drauf und dann geht das Ganze ab, würde ich sagen. Voll. Ist ein Diamant da gut drauf? Denn da muss ich ja wieder einen Diamant und einen Goldblock verwenden. Nee. Lass mal erstmal das Ganze so machen. Das ist schon cool mit der neuen Einführung, dass man einfach über alles gehen kann und dann macht es Simsalabim. Aha. Man kann es noch weiter runter gehen. Ja, natürlich. Hallo, ich möchte einen Schnellschussbogen haben. So. Und dann noch Diamanten und ja, dann kommt noch Diamant und Block of Gold drauf und dann geht das ganze Ding ab. So. Das Ganze ist jetzt von um 0,8 Sekunden schneller geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das großartig gegen Monster hilft. Okay. Vielleicht gehe ich auch einfach wieder rein und gehe schlafen.
Ich weiß jetzt auch nicht großartig, was es hilft, den Aerospeed zu verbessern. Naja. Ein Block of Moss kommt garantiert drauf noch. Aber ich glaube, das war's für heute. Denn gleich kommt sicherlich meine schöne, nette Uhr und weist mich darauf hin, dass wir die Zeit ausgenutzt haben. Mit Sortieren und produktivem Zeug. Was ich eigentlich nicht so schön finde, aber naja. Muss auch mal sein. So, das kommt auch nochmal hier rein. Boah, wie viel das einfach nur bringt. Das Ding. Wir können glatt. Wir können eigentlich schon mit dem nächsten Powerteil anfangen, mit dem Jetpack. Würde ich sagen. Mit dem Electric Helmet. Oder gibt es hier wieder diesen Ultimate Helmet? Ultimate Heating Upgrade Storage. Nein, schade. Und was gibt es da? Da gibt es nur Quantum Suit, Nano Suit. Da war's. Nano Suit, Bronze, Night Vision, Bedrock, Vis-Discount. Power Armor. Genau, diese Power Armor Teile möchte ich mir auch machen. Scuba auch noch. Also kommt noch ganz schön was auf mich zu. Aber das erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft und Monsters und Juhu. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.